Die Wall Street macht heute Party, aber warum steigt eigentlich der Dollar? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Ja, wir hatten heute bei den US-Unternehmen nicht durchweg, aber überwiegend doch relativ gute Zahlen. Vor allem Twitter hat überzeugt, die Aktie massiv nach oben. Ausreißer waren Procter & Gamble und Verizon, die nicht so starke Positivreaktionen zeigten. Im Gegenteil, die Aktie negativ, aber ansonsten war es doch relativ überzeugend. Das hat den Optimismus geschürt, dass die Erwartungen an die US-Berichtssaison zu niedrig sind, dass also hier die Dinge doch eigentlich viel besser sind. Und vielleicht ist es so, und das ist die einzig nachvollziehbare Erklärung, dass man sich sagt, naja, wenn die Dinge nicht so schlimm sind in Sachen Zahlen der US-Unternehmen, dann gehen wir eben in den Aktienmarkt, die Wall Street deswegen mit der Party, während der DAX eigentlich überhaupt nichts aufs Parkett legt. Das ist schon erstaunlich, scheint sich da überhaupt komplett abgekoppelt zu haben von dem, was da an der Wall Street, was bei den US-Aktienmärkten passiert. Wir hatten dann auch zur Abwechslung mal wieder gute Immobiliendaten aus den USA. Verkäufe neuer Häuser über der Erwartung, aber wir hatten gestern zum Beispiel schlechte Immobiliendaten, wir hatten am Freitag schlechte Immobiliendaten mit den Verkäufen bestehender Häuser und den anstehenden Hausverkäufen, respektive den Baubeginnen, die sehr, sehr schwach waren. Also man pickt sich das raus, was man gerade haben möchte, und wir sind jetzt so langsam wirklich in extremste Bereichen, kann noch extremer werden, aber wie viel extremer kann es noch werden, bevor morgen dann Boeing berichten wird, Microsoft berichten wird, Tesla berichten wird, Facebook berichten wird, also dann geht es wirklich um die Wurst. Aber wie extrem sind die Dinge eigentlich? Wir schauen uns erstmal den Fear and Greed Index an, den CNN Money ja immer rausgibt. 74 Greed ist noch nicht wirklich am Extrem. Wir sehen aber, dass zum Beispiel die CBOE 5-Day Average Put Call Ratio doch stark am Abstürzen ist. Wir haben also kaum noch Puts im Markt. Wir haben auf der anderen Seite Indizes, die doch ziemlich zum Anschlag angespannt sind. Wir haben jetzt etwa beim Nasdaq 100 einen RSI von 80. Das gab es zuletzt im Januar 2018. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, was dann passiert ist. Muss diesmal nicht so sein, aber es sind auf jeden Fall Extremwerte. RSI heißt der relative Stärkeindex, ist ein Maß für Überkauftheit oder eben Überverkauftheit. Hier in diesem Fall für Überkauftheit. Wir sehen, dass wir bei dieser Wedge, bei diesem Keil ganz oben jetzt angekommen sind. Kann immer noch weitergehen, überhaupt gar keine Frage. Aber wir sind auch bewertungstechnisch jetzt langsam in Bereiche vorgestoßen, die extrem sind. Nicht nur, dass der S&P 500 ein Kursgewinnverhältnis von 19 derzeit aufweist. Wir sind auch zum Beispiel Medium Price to Book, also vom Buchwert her höher als in 99% der Fälle. Wir sind beim CAPE, Margin Adjusted CAPE, also inflationsbereinigtes Kursgewinnverhältnis der letzten Jahre, 99%. Wir sind Total Market Cap to GDP, also praktisch die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zum US-BIP, bei 98%. Wir sind Cashflow Margin Adjusted 95%, Medium Price to Sales, also praktisch der Durchschnittspreis der Aktien im Vergleich zu den Umsätzen, bei immerhin 94%, also höher als in 94% historisch der Fälle. Das sind Extremwerte, das bleiben Extremwerte. Nun wird man schimpfen und sagen, naja, aber es geht doch nach oben. Stimmt, aber wie weit kann es noch nach oben gehen, wenn die Dinge so immens überkauft sind, wie eben selten in der Geschichte? Es kann immer noch weitergehen, aber es braucht irgendwie schon eine Art charttechnisches Wunder, möchte man fast glauben, wenn die Indizes so am Anschlag sind. Aber die Amis haben gezeigt, dass sie zu Wundern in der Lage sind. Schauen wir uns noch vielleicht diese Grafik an. Die ist ein Vergleich zwischen dem US-Aktienmarkt oben und hier dem MSCI World Index. Da sehen wir diese massive Differenz. Wie gesagt, der DAX, der zaubert heute überhaupt nichts aufs Parkett, sondern das ist alleine die Wall Street, die hier so richtig Gas gibt. Was ist da los? Hat man jetzt den Glauben gefunden, dass die Aktien endlich günstig sind und sozusagen die etwas besseren Zahlen, durchschnittlich heute besseren Zahlen als erwartet bei den US-Unternehmen, dass das jetzt ein super Kaufargument ist? Das scheint doch ein Stück weit eingepreist zu sein. Wie auch immer, schauen wir uns die Dinge mal an und schauen etwa auf den S&P 500, 2933. Es ging dann hier von 2910 auf 2933, das ist nicht ganz 1%, aber mal so aus dem Stand, das ist schon mal eine Leistung. Wir sehen auch beim, wenn er denn kommt, beim Nasdaq
7.803 Punkte. Neues Allzeithoch. Natürlich, wie kann es anders sein? Beim S&P wollte ich Ihnen noch sagen, noch zeigen. Wir sind jetzt bei 2.933. Das bisherige Allzeithoch als Schlusskurs war 2.930. Da wären wir also drüber. Intraday war das Hoch bei 2.940,91 genau gesagt. Also wir sind jetzt wirklich schon an diesen historischen Höchstständen. Das hat der Dow Jones noch nicht ganz geschafft. Da sind wir jetzt bei 26.674. Aber was macht der DAX daraus? Ziemlich wenig. 12.236. Da ist überhaupt nichts passiert eigentlich. Mithin also eine Party an der Wall Street, mit der der DAX nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber es hatte der Euro damit eine ganze Menge zu tun. Wir sind jetzt wieder über der 1.12er Marke bei 1.1214, was den Euro-Dollar betrifft. Aber wir waren heute schon bei 1.1192 im Tief. Der Dollar-Index, also praktisch der Dollar gegen einen Währungskorb gehandelt, wo allerdings der Euro mit 53% die stärkste Gewichtung hat, auf dem höchsten Stand seit Juni 2017. Also das ist schon mal ein Wort. Normalerweise ist es ja so, dass der Dollar eine Art sicherer Hafen ist. So wird er zumindest von den Märkten wahrgenommen. Normal geht Geld in den Dollar. Wenn es Stress gibt am Markt, weil dann Dollarverschuldung zurückgeführt werden muss, dann besteht also Dollarbedarf. Heute scheint das nicht zu sein oder nicht der Fall zu sein. Jedenfalls haben wir ja keinen Stress an den Märkten. Im Gegenteil, wir haben totale Euphorie an den Märkten. Aber der Dollar ist gleichwohl auf breitester Front eben auch gestiegen zu den Edelmetallen etwa, wenn wir uns da mal den Goldpreis anschauen, der sich jetzt wieder erholen kann. Aber wir waren schon fast bei 1260 unter großem Volumen wieder abverkauft. Wir sehen, dass nur der Ölpreis sich dem entzieht, also der Dollarstärke entzieht. Andere Rohstoffe allerdings, auch Silber, hatten heute Probleme, Metalle insgesamt mit Problemen. Der Ölpreis WTI hier bei 66,21 $. Also es wird immer extremer, warum auch nicht, weil es möglich ist. Die Zahlen waren ja so ganz toll, nachdem man die Erwartung so massiv abgesenkt hat. Dann kann man dann vielleicht auch mal drüber springen. Umsätze sind okay, das muss man auch dazu sagen. Aber wir haben morgen jetzt das Highlight der gesamten Berichtssaison. 32% aller S&P 500 Unternehmen werden ja in dieser Woche berichten. Morgen ist der ganz große Tag mit Boeing, mit Facebook, mit Tesla, mit Microsoft, mit Caterpillar, wie sie alle heißen. Das sind die richtigen Dickfische. Danach wissen wir mehr. Am Donnerstag kommt dann Amazon. Und ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend Ihnen. Bis dann. Ciao.